Ja, hallo bei den Zuckerseiten, dem Buchempfehlungskanal des Instituts für Jugendliteratur. Klaus Nowak sitzt hier neben mir. Mein Name ist Franz Lettner. Wir haben heute ein ganz lustiges, nein, ein kitzliges Buch mitgebracht, das wir euch empfehlen wollen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir hier zu zweit sitzen, weil kitzeln kann man sich nicht allein. Genau, kitzeln kann man sich nicht allein. Das ist der Titel und die große Erkenntnis in diesem neuen Buch bei Jungbrunnen erschienen von Helga Bansch und Heinz Janisch, Bilderbuch-Duo. Das begleitet uns schon fast unser ganzes Ja, Berufsleben, oder? genau. Ganz viele Bücher, über 15 glaube ich, sind immer noch lieferbar bei Jungbrunnen. Das ihr neuestes. Jetzt könnte man sagen, ja und? Was ist das? MINT-Buch? Natur, Körper, Jugend forscht. Kitzeln kann man sich nicht allein. Ein typisches Heinz-Janisch-Helga-Bansch-Buch. Findest Ja. du? Ja, kann man sagen. Ist es, wir haben eine Kinderfigur schon am Cover. Die Farbgebung alleine ist Helga Bansch, könnte man sagen. Ja, das Ja. muss man gleich natürlich sagen, das zieht sich auch durch. Das ist etwas, was, finde ich, Helga Bansch auszeichnet. Das ist einfach der unglaublich souveräne Umgang mit Farben. Es sind oft pastellige Farben, finde ich, aber und sie sind sehr zurückhaltend eingesetzt, aber es ist immer stimmig. Genau, und es leuchtet das Buch und auch die Figuren sind ja Ja. viele, die, wenn man vertraut ist mit dieser Welt, die einem schon bekannt erscheinen, aber dann ist Neues. Ich glaube, so ein schönes Faultier habe ich noch nie aufgebaut gesehen, wie da drinnen. Und wir haben Masken. Es ist ja ein Buch auch, es geht um einen eigenen Körper, ums eigene und ums Miteinander, würde ich sagen. Ja? Und das in Zeiten von Pandemie. Ja, wo einem das völlig auf die Nerven geht, dass man nicht kitzeln Sich darf, nicht berühren. nicht berühren darf und nicht kuscheln darf. Das kommt ja noch schlimmer dann drin vor. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Typischer Heinz-Janisch-Text, müsste man auch sagen, oder? Ja, Bei das ist kleineren. eine interessante Frage. Was zeichnet Texte von Heinz Janisch aus? Es ist ja, glaube ich, einer der. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Texter gibt im deutschen Sprachraum, mit dem so viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Bilderbuchbereich zusammengearbeitet haben. Ich habe mir ein paar zusammengeschrieben, von Wolfsgruber, Joscha Blau, Hannes Binder, Birgit Antoni, Isabel Pöhn, Katja Germann, Manuela Olten, Lisbeth Zwerger, Ingrid Godon Rolf und so Erlbruch, weiter und so fort. sagt mir auch. Also wahnsinnig viele. Ja. Helga Bansch ist vielleicht die, mit der er am meisten und häufigsten zusammengearbeitet hat. Und die Frage ist, was zeichnet seine Texte aus, dass die Illustratorinnen und Illustratoren das so gern mögen? Ja, weil er so viel Spielraum lässt. Weil er ja so viel. Der Text beginnt mit Kitzeln kann man sich nicht allein. Es geht nicht. Ich habe es probiert, sagt dieses Ich und dann. Also wenn man den Text alleine liest, wären ja das nur dann Reiter auf, typische Reihung, mit den Fingern, ich habe es probiert, mit den Fingerspitzen, Erste Szene, die mit man einer illustrieren kann. Feder, Zweite mit Szene. einem Luftzug. Genau, und wenn man sich dann die drei Seiten anschaut, was ist der Luftzug, wie wird das bildlich eingelöst? Also das gibt eine Weite, was die Helga Bansch dann da aufbaut, das ist das Tolle Ja, dran. Und die Lust, glaube ich, aber für das ist das Illustratoren. Schöne auch dran. Man kann viel machen als Illustratorin bei Texten von Heinz Janisch, aber man muss auch. Man muss quasi eine Idee entwickeln, wie Ja. man das zeigt. Und ich finde, das ist etwas, was Helga Bansch einfach wahnsinnig gut macht, wie sie den Text einerseits tatsächlich erzählt in den Bildern, aber immer noch was dazu baut. Also was sie ja immer macht, ist, dass sie irgendeinen Running Gag hat, der sich durchzieht, eine Figur, die im Text Ja, nicht vorkommt, Figuren, aber hier ist über es alle eine Seiten rennt Katze, zum die Beispiel. wiederkehrt. Genau, Ja, aber genau. sie hat eine tolle Dramaturgie, wie sie eine Welt überhaupt aufbaut. Weil da sind wir mit den Fingerspitzen bei der ersten Szene in einem Badezimmer mit der Badewanne und im zweiten mit der Feder sind wir schon unter Wasser. Und zu den Federn kommen dann Flossen dazu. Und in der dritten beim Luftzug sind wir dann aus der Badewanne heraus und beim Föhn. Also es geht schon Ja. auch sehr gut in sich geschlossen durch, wie hier erzählt wird. Genau, Und das ist das die ist. große Kunst des Bilderbuchmachens. Welche Szenen wählt man aus? Was für eine Dramaturgie hat man, die einen durchführt? Wo führt? Wo werden die Leserinnen hingeführt? Mit dem Blick und auch vom Text her. Genau. Also wir sind wieder beide begeistert Ja, wir von sind beide diesem, begeistert. oder? Von einer Vielleicht Stärke. noch ein Wort dazu, weil das auch, glaube ich, Heinz Janisch nochmal auszeichnet. Er schafft es, dass er eigentlich, ich meine, es ist ja keine Geschichte, das muss man dazu sagen. Ne? Es ist ja nichts von einer Geschichte eigentlich. Genau. Aber es ist eine
ein existenzielles Grundbedürfnis des Menschen, sich zu berühren, körperliche Nähe, ja. Nähe überhaupt. Ja, ja. Und das macht er anschaulich. Also das finde ich das Tolle. Dass diese große Idee, dieses Abstraktum, holt er quasi in den kindlichen Raum, in den Alltag, in den kindlichen Alltag und macht es anschaulich. Genau. Große Kunst. Das große Kunst, dass es so spürbar bleibt, jetzt komme ich ins Schatten. Das ist eins der Bücher, das mich heuer schon gerettet hat mit meiner Kollegin Verena zusammen. Wir dürfen ja für Linz, für die Linzer Bilderbuch-Kindergärten immer eine Kollektion von 12 Büchern zusammenstellen. Da schauen wir natürlich immer verschiedene Illustrationen, verschiedene Themen. Da geht es von Umwelt bis Migration und alles drin. Aber es muss, und heuer hat uns ein Buch gefehlt, wo es um einen selber geht und um seinen Körper und ums Miteinander. Und das Buch hat uns gerettet, wo man gesagt hat, genau das fehlt uns noch, wie das reingekommen ist. Früh, rechtzeitig jetzt, wo man gesagt hat, das gibt ein Gewicht, das braucht man in einer Kindergartengruppe miteinander. Ja. Das ist toll, große Empfehlung von uns beiden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.